Gut. 7 Hinweise. Aufgewühlt. Dann hier Schwestern. Isoliert, verbunden, 2 Mädchen, Feinde, also verbunden auf jeden Fall. Verbunden nehmen wir. Und 2 Mädchen. Okay, sie waren Zwillinge. Eine konnte fliehen und die andere ist wahrscheinlich tot. Was sehen wir hier? Glocke. Ja, der Scheiterhaufen. Okay, die ganze Sache hier könnte irgendwas mit der Hexenjagd zu tun haben. Reden. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gejagt. Gequält. Sicher. Sich zurückziehend. Moment, dieses Symbol hier bietet Schutz. Wir sehen hier die Frau und der hier oben. Wir zoomen mal ran. Ja, der hier oben hat eine Spritze und einen Knüppel. Aber hier sind die Geister. Oder die Dämonen. Eher Dämonen. Die Katze? Das ist schwierig. Ich kann es nicht genau sagen, was ich hier wählen muss. Gejagt. Wahrscheinlich gejagt. Stimmt. Das Einzige, was Sinn ergeben würde, gequält. Damit hätten wir 4. Was bist du hier drüben? Irgendwas? Gar nichts? Hier war ich dran. Wir können mit dir reden, ansehen. Umgekippt. Sehr aufgewühlt, natürlich. Was denn sonst? Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht. Nein! Blau! Blaue Augen! Kalt wie der Tod! Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen! Wolfsaugen! Blaue Starren! 6. Die Stifte noch hier drüben? Kunsttherapie. Ja, die blauen Augen, auf jeden Fall unser Mann. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen?
Das Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Iris, alles okay? Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben. Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit. Hör zu. Willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und such's dir aus. Alles klar, okay. Jetzt wissen wir mehr. Die Schwester war die ganze Zeit in ihr drin, wollte sie beschützen, deswegen auch immer dieses: Ihr findet sie nicht, ihr bekommt sie nicht. Und wir müssen jetzt die beiden irgendwie hier rausbringen. Erstmal hier drüben hin, poltern! Sehr gut, Mädels. Ob ich mich je an die starrenden Augen gewöhnen kann? Das hier ist ein Albtraum. Alles klar, die beiden sind durch. Und da hinten ist schon Ende. Yep, raus mit uns. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Okay, was haben wir hier? Gala, das Museum, war ein Hinweis der Mutter. Nope. Yo, Gala nehmen wir. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komm später nach. Geh. Gut, komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Okay, ein neuer Hinweis. Wir müssen auf jeden Fall zu der Gala im Museum gehen. Das Museum finden wir irgendwo hier drüben. Also, wir halten mal fest. Der Mörder jagt junge Frauen, die die Fähigkeit haben, Kontakt mit den Toten aufzunehmen. Dementsprechend würde natürlich Joy auch direkt in sein Beutemuster hineinpassen. Da sieht man schon eine Verbindung. Na, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Ach ja, wenn es hier in der Stadt ein bisschen ruckelt, das liegt am Spiel, habe ich ja schon mal gesagt. Es lädt immer so ein bisschen nach. Hier sieht man es, es zieht immer so ein bisschen nach, kann ich leider gar nichts machen. Aber mit der neuen Fähigkeit können wir hier hin. Und hier finden wir eine neue Notiz. Tattoos.
Dollar-Tattoos. Mir fehlen immer noch diese Benzinkanister. Aber bis jetzt habe ich keinen mehr gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele mir fehlen. Aber nicht mehr so viele. Wahrscheinlich 5 oder 4, irgendwas in die Richtung. Also wirklich viele waren es nicht mehr. Und diese Kanister müssen wir auf jeden Fall alle hier in der Stadt finden. Denn sonst haben wir die Dinger nie gesehen. Was macht denn die hier? Hat die eben gerade den Moonwalk gemacht? Den Jacko. Oh, hier drüben. Kann ich hier durch? Yep. Und hier finde ich rein gar nichts. Man denkt immer, hier ist irgendwas Wichtiges drin. Aber nein. Man geht völlig leer aus. Gedanken lesen so ein bisschen. Wann waren die Prozesse? 1800? 1800? Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Will man sowas? Was denkt sie hier? Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Mucho burrito. Ja gut, netter kleiner Platz hier mit dem Hotel. Aber leider keine neuen Sachen, die wir mitnehmen können. Schade irgendwie. Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Rennen. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Sehr gute Idee. Schneller gehen ist immer eine wahnsinnig gute Idee. Alles klar, gehen wir rein. Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Das Museum. Da wären wir. Es tut mir sehr leid. Ab morgen stehen Karten für die Öffentlichkeit zum Verkauf. Der heutige Abend ist nur für Mitglieder. Kann ich hier rein? Oh, leider nicht. Auch nicht mit Teleport. Und die beiden hier? Vielleicht schaffe ich es ja, sie zu überreden. Mit Magie? Das Museum muss ja gut laufen, wenn sie es nicht nötig haben, uns reinzulassen. Ein Museum läuft so gut, dass sie die Leute nicht reinlassen. Wir haben uns umsonst in Schale geworfen. Naja, geht so, ne? Also so gut sind die auch nicht angezogen. Was ist da drin nur Besonderes los? Geister und Magie und jede Menge Hexen. Junge Dame? Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Okay, die Frau ist verbrannt und wenn man sich hier mal ein wenig umsieht... Es war mal irgendein anderes Gebäude, das eingefallen ist. Und ich komme hier nicht durch. Leider. Eventuell von der anderen Seite. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet... Sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Antworten. Ich habe es nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Hast du die Brut des Teufels ausgetragen zu haben? Ich sagte das nur aus Wut darüber, dass meine eigene Tochter mich derart wegen meiner Trauer beschuldigt. Ruth Putnam, eure eigene Tochter... hat vor diesem Gericht ausgesagt, ihr nahmt ihr ihre Puppe und sie erfuhr Schmerzen im Bauch und blutete gar fürchterlich. 5 Tage lang aus ihrem Unterleib. War die Puppe oder war sie nicht der Grund für dieses Leiden? Das war es nicht. Ich habe keine Hexerei angewandt. Doch sie fand die Puppe am Bauch eingeknickt und demnach ein Beweis für den auf ihr lastenden dämonischen Fluch. Mary Warren bezeugt, dasselbe gesehen zu haben, als die Mädchen mit der Puppe spielten. Die Puppe war eingeknickt. Das beweist nichts.
Goody Putnam, gesteht ihr eure Schuld, eurer einzigen noch lebenden Tochter Schaden dämonischer Natur zugefügt zu haben? Ich gestehe es nicht. Und habt ihr einen dämonischen Vertrag geschlossen, durch den eure 7 anderen Kinder starben? Noch gestehe ich dies. Gesteht jetzt, Good Woman Putnam. Gesteht und befreit eure Seele von euren gar schändlichen Verbrechen. Eher hänge ich am Strick, als Verbrechen zu gestehen, die ich nicht begangen habe. Es gab Kinder, die ihre Eltern angeklagt haben? Ja, ich meine, wenn es hier ist, wird es wohl wahr sein. Kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn sich mein eigenes Kind gegen mich wendet. Irre, dass das wirklich passiert ist. Nicht nur in einem Theaterstück, sondern im Leben echter Menschen. Ja. Offenbar konnte so gut wie alles dazu führen, dass man der Hexerei bezichtigt wird. Ja, so war das damals. Und eben gerade haben wir eigentlich genau das gehört, was wir eben von den beiden Schwestern gehört haben. Der Vertrag. Der Vertrag mit Dämonen. Man soll gestehen. Unser Mörder ist also nichts anderes als ein Richter. Und ich habe mal einen sehr guten Film gesehen mit Daniel Day-Lewis und Winona Ryder. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber ich denke mal, wenn man die beiden Namen sucht, dann findet man den Film. Und da ging es genau um das Thema Hexenverbrennung und dass eben die Mädchen durchgedreht sind und haben das Ganze ausgenutzt und manipuliert. Und die anderen Frauen im Dorf wurden dann verbrannt und hingerichtet. War ein sehr, sehr guter Film. Muss man sich unbedingt mal reinziehen. Ein Protokoll. Einen Hinweis hätten wir. So, ich gehe mal hier rein. Mein Gott, die Frauen hatten es nicht leicht. Nein, überhaupt nicht. Also es war wirklich eine sehr schlimme Zeit für die Frau. Wie bleibt das Holz so lange erhalten? Oh, hier sind Leute gestorben. Boah, nein, mach keinen Scheiß. Ladies? Kumpel? Wie bleibt das Holz so lange erhalten? Dein Klon da drüben denkt genau dasselbe. Wahnsinn. 2 Idioten, ein Gedanke. Wieso waren überall Blaulichter? Keine Ahnung. Wir sind direkt vom Abendessen aus Boston gekommen. Vielleicht weiß Jim was. Ich sitze also da und ziehe mir das Pettspiel rein. Jim, hast du was von einem Verbrechen gehört? Was? Ein Verbrechen? Nein, davon habe ich nichts mitbekommen. Oh ja, das war bei dem runtergekommenen Mietshaus. Keine Ahnung. Schätze mal, die haben den Dealer hochgenommen oder so. Macht er die Straße eh noch nie. Sheila meinte gerade, da seien Blaulichter und eine Straße sei abgesperrt. Das waren wir. Also, wir brauchen unbedingt weitere Hinweise. Schande. Ich weiß, es ist nicht so schlimm wie andere Dinge hier drin,